Geschätzte Damen und Herren, ich darf Sie im Namen der Stadtgemeinde Gmünd herzlich willkommen heißen zu unserer Abschlussveranstaltung zur Finissage von 100 Jahre Gmünd-Neustadt. Ich darf ein paar wenige Ehrengäste bei uns begrüßen, allen voran Nationalrat Konrad Antone, herzlich willkommen. Und stellvertretend für alle Gemeinderäte und Stadträte von Gmünd, meine Vizebürgermeisterkollegin Helga Rosenmeier. Ebenfalls begrüßen darf ich Dr. Daniel Lohninger, der durch den heutigen Abend führen wird und diesen Abend auch aufbereitet hat, gemeinsam mit Harald Winkler. Herzlichen Dank dafür, auch im Namen der Gemeinde. Ich darf dann auch gleich an ihn übergeben, weil ich mich gleich wieder entschuldigen muss und kurz weg muss zur 30-Jahr-Jubiläumsfeier des Lions Club und komme dann im Anschluss wieder und dann werden wir noch ein bisschen plaudern über das Neustadt-Jubiläum. In diesem Sinne, einen hoffentlich aufschlussreichen und schönen Abend. Gut, danke sehr. Ich muss ein bisschen improvisieren aufgrund des geänderten Zeitplans. Ich möchte Sie zuerst einmal auch in meinem Namen recht herzlich begrüßen. Es freut mich, dass auch heute das Interesse so groß ist, wie es auch bei den einzelnen Veranstaltungen war. Das heißt, man sieht, die Gmünder interessiert die Geschichte, interessiert die Stadtgeschichte. Und das ist natürlich schon auch ein Auftrag an alle, die sagen wir, in diesem Jubiläum sehr aktiv involviert waren, da dran zu bleiben, denn die Gmünder Stadtgeschichte hat noch viel, was entdeckt werden will und das wird sicher noch sehr spannend. Was erwartet Sie heute an diesem Abend? Es erwartet Sie zum einen hoffentlich dann ein Rückblick, was war bei diesen Veranstaltungen seit Mitte August los, wie waren die Lesungen, Vorträge. Als zweites dann eine Bestandsaufnahme, das ist glaube ich das Wesentliche, was bleibt von diesem Jubiläumsjahr, was hat es vielleicht für neue Erkenntnisse gegeben, für neue Informationen, auch für neue Quellenlagen und das dritte ist dann natürlich ein Ausblick, wie geht es jetzt weiter, war es das jetzt mit Gmünder Lagergeschichte oder wie geht es hier weiter. Vom Programmablauf ist es so, dass wir jetzt eben das Zeitzeugengespräch beginnen werden mit dem Baumeister Franz Graf, den ich hiermit begrüßen darf, mit dem Baumeister Hans Fürnsinn, da ist er, und mit dem Gerhard Zaritschka, der ist der Sohn eines im Lager geborenen Flüchtlingskindes damals dann und unseres Wissens nach der Einzige, der dann wirklich auch in Gmünd geblieben ist, also der Vater und der Sohn dann natürlich auch. Das heißt, wir werden ein kurzes Zeitzeugengespräch machen. Danach gibt es dann eine Präsentation eines Films von der Eröffnungsveranstaltung, den Vinzenz gemacht hat. Der dauert, glaube ich, 8 Minuten. Und im Anschluss daran werde ich dann die Autoren des Buches, am Anfang war das Lager, den Franz Drach, den Harald Winkler und den Manfred Dacho, kurz interviewen. Und zum Abschluss gibt es ihm dann diesen Ausblick, den wird der Harald Winkler machen, wie geht es jetzt weiter mit weiteren Projekten. Und so weiter. In diesem Sinne darf ich uns allen mal einen unterhaltsamen, vor allem auch entsprechend abwechslungsreichen und interessanten Abend wünschen und darf die Zeitzeugen zu mir herausbitten. Wir werden uns dort hinsetzen, oder dass wir miteinander ein bisschen. Bitte. Ja, dann bleib ich stehen, wenn es passt, dann ist es am einfachsten. Ja, Herr Baumeister, vielleicht darf ich mit Ihnen kurz beginnen. Welche Erfahrungen prägten Sie in Ihrer Zeit als Neustädter oder Neustadt? Was bedeutet das für Sie? In dieser langen Zeit, in der ich diese Stadt, die ich in dieser Stadt lebe, war da einiges, aber was direkt mit der Stadt, mit diesem Stadtteil in Verbindung steht, ist, als ich mit... Es ist etwas zu leise, bitte. Man versteht. Ist das besser? Ja. Ist besser? Ja. Ja. Als ich mit 14 Jahren
mit der Flucht von Gmünd III herüber hierher kam, da war es eine gewisse Überwindung, Mut zu finden, weil da gab es ein paar Leute, es waren so die Logarianer, da wussten wir von Gmünd III, also wenn man da nicht sich entsprechend verhält, dann wird man gleich verprügelt, so auf die Art. Das war der Beginn. Es war dann die berufliche, sofort der baldige berufliche Einstieg in das ganze Geschehen hier. Vor allen Dingen natürlich Erlebnis, endlich eine Lehrstelle gefunden zu haben. Und dann hier die Entwicklung von etwa 60 Jahren, in der ich hier bin, mitzumachen. Natürlich geprägt durch die Filmbauten. Vielleicht aber davor muss ich noch sagen, dass für mich auch gleich zu Beginn auch wichtig war, aus diesem Milieu Flüchtling, aus der Enge im Wohnbereich, zuerst in einem Gefolgschaftsraum, einer Fabrik, dann in der Baracke da oben mit der großen Familie, dieses Streben, sei fleißig oder bemühe dich, dass du aus dieser Enge herauskommst. Das war dann mit dem Schritt in den Beruf und hier dann von Anfang an die Freude am Beruf, die ich da gefunden hatte und dann die Entwicklung mit so vielen Bauwerken, die hier entstanden sind. Ich will sie jetzt nicht alle aufzählen, aber die wichtigsten waren wohl diese ganze, zunächst einmal die Industrie, die so viel gebaut hat. Popin, Heinisch, Agrana. Und das große, für uns ganz große, entscheidende Erlebnis, das Krankenhaus bauen zu dürfen in Gmünd. Also diese Bauwerke. Vor allen Dingen aber das für mich so prägende Erlebnis, Kirche, Gmünd-Neustadt. Allein die Gespräche mit anhören zu können, die da geführt wurden von meinem Chef, mit dem Architekten und mit den zuständigen Leuten, das war schon einmal was Besonderes. Dann der erste Kontakt mit der Baustelle, der erste Kontakt mit den Arbeitern, mit den Bauarbeitern, die ja, das ist eine eigene Welt, die ich da kennengelernt habe. Und dann der Bau der Kirche selbst, mit allen Höhepunkten, die ich damit erlebt habe. Ich habe es bei meinem Vortrag ja auch einige hervorgehoben, aber das war für mich schon ganz prägend, denn das war ein Ereignis, das eben in diesem Stadtteil stattgefunden hat. Danke. Geht das? Akustisch? Ja, dann bleiben wir dabei, dass Sie das Mikrofon haben. Herr Baumeister, führen Sie in Ihre Familiengeschichte, ist ja auch sehr, sehr eng verwoben mit Bauwerken in der Neustadt. Wie zieht sich die Geschichte der Neustadt durch Ihr Leben? Ja. Mein Vater ist im Jahr 1914 von Wien heraufgekommen. Ein bisschen näher. Ja. Er hätte entweder die Variation gehabt, entweder einrücken oder im Jahre 14 noch Gmünd. Näher. Noch Gmünd, ja. Aha. Als Lager, Baumeister heraufzukommen und das Lager hier aufzubauen und zu verwalten. Und so ist er eben dann bis 1918 hier geblieben, hat es eben durchgeführt, diese Arbeiten, die ihm beauftragt worden sind. Und ich dann hat einige Gründe aufgekauft und hat sich dann selbstständig gemacht, Jahr 1920. Und ich habe dann später übernommen, die Firma, aber die ist schon länger vorbei wieder, ja. Und daher habe ich eben die ganze Lagergestaltung, das ist natürlich sehr schwierig gewesen, weil keine Materialien da waren, alles was gerade woher geholt werden hat müssen. Die Leute waren ungeschult, haben nichts verarbeiten können, haben dann doch durch die Not praktisch dann durch Arbeiten zu arbeiten begonnen und dann jetzt das Lager aufgebaut in Gmünd. Und da sind eben sehr viele Baracken entstanden und so ist das ganze Lager dann entstanden. Und aus diesem Lager hat dann
Gmünd Neustadt entstanden. Und die sind jetzt schon moderne geworden. Wie beurteilen Sie die Entwicklung jetzt der Neustadt? Ja, die Neustadt ist natürlich schon ein modernerer Stadtteil gegenüber der Altstadt. Beurteilen die eingesessenen Bürger haben natürlich immer wieder mit Neustadt ein bisschen schlechter angeschaut, weil doch, das waren die Zugrasten, wie man sagt. Das sind Lagerianer gewesen. Und das war so der Franz auch. Nicht? Wir waren immer ein bisschen ausgesondert vom Gemünd weg. Und jetzt, was schon angekommen ist, mit dem Beruf ist alles eingeschlossen worden, es ist Gmünd eine gemeinsame Stadt geworden dadurch. Okay, danke. Herr Zaritschka, Ihre Geschichte ist auch sehr spannend. Also der Vater 1916 im Lager geboren. War das in Ihrer Familie dann immer ein Thema, wie die Zustände im Lager waren, also von den Eltern, von Ihnen her? Und hat Sie das Ihr Leben lang begleitet? Sie haben, glaube ich, auch Erinnerungen niedergeschrieben vor einigen Jahren. Das ist richtig, ja. Mein Vater hat mir sein ganzes Leben vor ca. 20 Jahren ja, sage ich mal, diktiert. Ich habe da so einen kurzen Lebenslauf geschrieben, so ein kleines Buch. Habe auch noch Tonbandaufnahmen von damals, wo ihm auch unter anderem die Zeit beschrieben hat oder versucht zu beschreiben, wo er hier im Lager war, beziehungsweise in der Folge. Er war ja, Gott sei Dank, muss man sagen, nicht sehr lange hier. Seine Eltern haben ja da, oder seine Verwandten haben da in der Landwirtschaft arbeiten müssen. Da ist er mitgegangen. Es ist ihm trotzdem schlecht gegangen. Also man hat ja gehört, wie viele Kinder da gestorben sind. Also von der Kindersterblichkeit her war es vielleicht ein großes Glück, dass er wirklich nicht lange hier bleiben hat müssen. Er kam dann zu Zieheltern, die ihn dann 3 Jahre eben versorgt haben. Und dann war ihm die Zeit, dass die Eltern zurückgefahren sind nach Polen. Das hat er damals zu Polen gehört. Und da hätte er mit müssen. Und das große Glück wiederum war, dass da jemand dort war, der gesagt hat, eigentlich zu seiner Mutter, eigentlich wäre es gut, wenn er zumindest so lange, bis die Häuser wieder aufgebaut sind in Galizien, hier bleiben könnte, bei seinen Zieheltern. Und da hat die Mutter dann zugestimmt. Und das war eben dann der Auslöser, dass er hier in Österreich geblieben sind, dass wir, also meine Geschwister und ich, jetzt alle hier sind. Seine Mutter hat dann nach 5 Jahren versucht, also irgendwann Mitte der 20er Jahre ihn zurückzuholen. Nur war da das Problem, dass er, also sie hätte ihn abholen müssen und sie hätte die Pflegekosten ersetzen müssen, die in diesen Jahren angefallen sind, und das hat sie sich nicht leisten können. Also es war so, dass dann zwar noch Briefkontakt bestanden hat, lange Zeit, bis nach dem Krieg, sie ist dann 1953 gestorben, aber sie haben sich eigentlich nie wieder gesehen. Ja, das ist tragisch. Waren Sie schon mal in der Heimat Ihrer Ureltern dann eigentlich? Haben Sie Bezug dorthin? Bezug, ja, aber nur in der Theorie. Also das ist eigentlich ein Wunsch schon, ja. War auch immer ein Wunsch von meinem Vater, also der wollte immer hin, der wollte immer schauen, wie es dort ausgeschaut hat. Ja, hat sich leider nicht erfüllt, aber ja, vielleicht. Und bei Ihnen ist auch ein Wunsch? Na schon, irgendwie schon, ja. Also ich stelle mir das immer vor, wie wird es dort ausschauen und so. Also es war wirklich die hinterste Ecke der damaligen Monarchie, also ich sage immer, der Hintergarten war eigentlich schon Russland, also wirklich ganz an der Grenze. Und die Leute haben natürlich damals ganz schnell von dort flüchten müssen, weil ja, das war natürlich das Erste, was die Russen eingenommen haben. Ne? Das war noch östlich von Tarnopol, war eigentlich bis 1917, glaube ich, war das dann russisch. Und dann hat sie erst die K&K-Armee wieder zurückerobert. Also. Okay, danke. Wenn ich schon 2 Baumeister hier am Tisch habe, wäre auch die Frage interessant, wie beurteilen Sie die jetzt städtebauliche Entwicklung der Neustadt aus einem Lager heraus und in Relation zu dem, was heute jetzt rein städtebaulich da ist? Ist das absehbar gewesen? Gibt es da gewisse Dinge, die sich sehr gut auch städtebaulich entwickelt haben? Also, ich kann mir nicht denken, dass das absehbar war. Das sicher nicht. Für mich ist nur, wenn auf der grünen Wiese direkt anschließend an eine bestehende Stadt ein Flüchtlingslager für 30.000 Flüchtlinge gebaut wird,
dann in der Folge eine lebendige Stadt daraus wird, die einen wirtschaftlichen Aufschwung nimmt, wo es Arbeitsplätze gibt, wo es einige hundert Wohnungen gibt, wo es eine Kirche gibt, die eine Kulturszene hat und die jetzt zu einem Wallfahrtsort fast wird, weil so viele Hochzeiten da stattfinden und Taufen. Und nunmehr und das alles in Verbindung mit einer Stadt, mit einer wechselhaften Geschichte, die Gmünden noch einmal hat. Begonnen vor 100 Jahren, das ist da 50, vor 50 Jahren also, wo da so viele Flüchtlinge, so viele Fremde hierher geströmt sind. 50 Jahre später, nach 45 wieder so viele Flüchtlinge hierher geströmt sind. Und man darf es ja fast nicht sagen. Und jetzt, 50 Jahre wieder später, so viele Menschen auch hierher strömen, weil sie Erholung suchen vor der Hektik der Erlebniswelt, dann glaube ich, ist das eine Entwicklung, die eine ganz besondere ist und die für mich das Prägende in dieser Stadt sind. Das heißt, in dieser Form ist Gmünd irgendwie einzigartig für Sie? Also für mich, ich habe so viele Städte nicht kennengelernt, aber eine Entwicklung dieser Form, dieser Wandel von Null, von der grünen Wiese bis zu einer so lebendigen Stadt und zu einem Stadtteil, sagen wir so. Denn wir müssen ja von der ganzen Stadt reden. Und das ist, auch das ist das Erfreuliche, dass diese zunächst abgelehnte Insel, die da war, letztlich jetzt mit der Altstadt zusammengewachsen ist. Also ich glaube, ich kann mir nicht denken, dass es eine gleichartige Entwicklung noch irgendwo gegeben hätte. Wen würde mich das überraschen? Okay, danke. Von Ihnen vielleicht kurz noch eine Einschätzung, von Herrn Baumeister Künzin, gerade zu dieser städtebaulichen Frage, die ich vorgestellt habe. Gmünd ist ja entstanden durch das Lager. Im Grund ist dann die Lagerstraße geblieben, wie es im Flüchtlingslager so war. Und auf diesen Rasteraufbau ist eigentlich die Stadt entstanden. Die Baracken sind entfernt worden und sind niedergerissen worden und sind eben neue Wohnhäuser, Spital, Kirche und eben die ganzen, für den Stadtteil erforderlich sind diese Schule und da glaubt man, der Deichsel, was alles, sind neue Stadt. Und dadurch hat sich der Stadtteil entwickelt und ist jetzt, kann man sagen, ein Stadtteil, ein richtiger Stadt, wie es eben gehört, mit all seinen Drum und Dran. Okay, danke. Was jetzt natürlich interessant ist, habe ich eingangs gesprochen, was bleibt von diesem Jubiläumsjahr, was bleibt von diesen Veranstaltungen, die es gegeben hat. Herr Zaritschka, was bleibt für Sie persönlich? Haben Sie sich vorher schon intensiv mit der Stadtgeschichte beschäftigt? Ganz ehrlich gesagt nicht direkt mit der Stadtgeschichte. Es war so, mit meinem Vater habe ich damals vor 20 Jahren schon recherchiert, gemeinsam mit Herrn Drach. Er hat sich immer interessiert, wo ist er hergekommen. Er wollte immer, hat immer geschaut, dass ich irgendwo Aufnahmen kriege, Fotos und so von der Zeit. Möchte mich auf dem Weg gleich für die Unterstützung damals bedanken. Die war heute auch in mein Buch eingearbeitet. Das war für ihn sehr wichtig. In dem Zusammenhang war ich natürlich auch engagiert, muss ich auch sagen. Aber ich bin sehr froh, dass es jetzt diese Veranstaltungsserie gegeben hat. Ich habe es durch Zufall erfahren, muss ich sagen. Mir haben es Leute gesagt, ja, der Vater ist ja da geboren und so, die haben das gewusst. Nicht? Mein Vater hat das eigentlich nie irgendwie, es hat jeder gewusst eigentlich, nicht, dass er da geboren ist. Und dadurch ja, habe ich das dann erfahren und habe mich natürlich gleich spontan mit meinem Bruder zur ersten Veranstaltung da herbegeben und habe dann noch ein paar Veranstaltungen besucht und war wirklich sehr interessant und wie gesagt, die Leute, die das organisiert haben, alle Achtung. Haben Sie noch etwas weiteres vor mit der Geschichte? Also, weiß ich nicht, ein Buch,
sowas hat nicht jeder. Das stimmt. Also diese Lebensgeschichte meines Vaters, speziell die ersten 50 Jahre, sage ich jetzt einmal, ist er vor 11 Jahren verstorben, mit 87. Wir haben vorhin gerade gesprochen, mein Schwager und ich, also es wäre eigentlich, wie es eigentlich wäre, wenn er jetzt hier sitzen könnte, im stolzen Alter von 98, er hat übermorgen Geburtstag, wäre natürlich sicher was Besonderes. Also wenn man ihn gehört hat, wie er erzählen konnte aus der Zeit, ob das jetzt eigene Erinnerung war oder von seinen Zieheltern, er hat da einiges gewusst, das war ganz was Spezielles. Das kann ich gar nicht so wiedergeben. Ich habe diese Aufnahme von damals noch, ich habe sie noch nicht aufgearbeitet, also gestern habe ich wieder ein bisschen reingehört und das ist schon sehr bewegend, also vielleicht mache ich da noch irgendwas in der Richtung, für mich zumindest. Okay, danke sehr. Herr Baumeister Fürnsinn, was bleibt für Sie vom Jubiläumsjahr? Es waren insgesamt gesehen tolle Veranstaltungen, wo wirklich die Geschichte von Grund aufgemacht worden ist. Halt, nicht? Und das Ganze dann gestaltet worden ist, vom Lager her, die Entwicklung, das ist immer sehr gut gemacht worden. Und speziell die Sachen, die drei Herren gemacht haben, sind ganz super. Ja. Okay, danke. Herr Baumeister Graf, Sie beschäftigen sich ja sehr viel mit Geschichte und auch sehr gern. Was bleibt für Sie? Ja, wir haben viel, viel erfahren, viel kennengelernt über diesen Stadtteil, über die Entstehung dieses Stadtteils. Wir haben erlebt, welches Leid durch Krieg entsteht. Wir haben erfahren, wie viel Leid Menschen ertragen können. Und haben auch erfahren, wie viel Hilfsbereitschaft unter den Menschen ist. Wie es hier zugegangen ist. Was da von so und so vielen Menschen eingebracht wurde. Und wir haben auch kennengelernt, dass es bis heute, jedenfalls bis zu dieser Zeit, auch Bösartigkeiten gab, wenn ich daran denke, wie dann hier, was wir erfahren haben, doch mit den Juden teilweise umgegangen wurde. Also das alles ist für mich ein ganz interessantes Erlebnis gewesen, das zu erfahren. Und wissen Sie, schon allein, dass dieses Fest, dieses Jahrhundertfest von der Stadtverwaltung aufgenommen wurde. Dafür sollten wir dankbar sein. Das Fest überhaupt, das Eröffnungsfest, die Ausstellung, die Vorträge, das Buch, das von unseren Stadthistorikern mit so viel Mühe offenbar herausgearbeitet wurde, dass uns bleibt. Also für mich war dieses 100-Jahr-Fest etwas ganz Besonderes und ich bin froh, dass ich es erlebt habe, denn für mich ist es auch so, dass mit diesem Fest auch eine neue Identität, glaube ich, in diesem Stadtteil entstanden ist, weil da immer noch so ein bisschen, naja, dort, aber was da jetzt existiert, was da jetzt für Leben hineingekommen ist, durch so viele Einrichtungen, die geschaffen wurden, das alles, glaube ich, ist es, was für mich davon bleibt. Danke sehr. Das wären jetzt eigentlich schon gute Schlussworte gewesen, aber wir müssen weiter im Programm. Ich darf mich bei Ihnen bedanken für diese sehr interessante und aufschlussreiche Gesprächsrunde und ja, darf auch noch einen schönen Abend wünschen. Wir gehen jetzt weiter im Programm mit der Präsentation des Films von Vinzenz über diese beiden Eröffnungstage, diese kurze Dokumentation. Harald, ich darf dich bitten. Thank you.
manche Errungenschaften unserer Stadt gehen einzig darauf zurück, dass einzelne Bürgerinnen und Bürger sie zu ihrer ureigensten Sache gemacht haben. Wir können froh sein, dass Münde eine ganze Reihe von engagierten und bekannten Söhnen und Töchtern aufzuweisen hat, und wir sollten froh sein, dass hier immer Menschen leben und gelebt haben, die in Münde etwas aufgebaut haben und die sich durch Rückschläge nicht entmutigen ließen und sich auch nicht entmutigen lassen, sondern weiterhin ihrem Tagewerk nachgehen und diese Stadt ganz einfach lebenswert machen. Ein Jubiläum während des, herzlichen Dank, mir ist auch schon berichtet worden von der Begleitung zur Messe, die Sie gemacht haben. In diesem Jahr jähren sich viele bedeutsame Ereignisse österreichischer und europäischer Geschichte. Wir erinnern an dunkle Momente und durchaus auch helle Kapitel in unserer Geschichte, an Aufbrüche und Abstürze, die das vorige Jahrhundert prägten. Vor allem beim Harald Winkler ist auch die Idee entstanden, dass die erste katholische Kirche, Notkirche, bzw. die Barackenkirche, ein Erinnerungsdenkmal verdient. Die erste Ansprechperson, an die ich mich dann gewandt habe, war Herr Bürgermeister Franz Graf. Und das war die richtige. Baum, was habe ich gesagt? Man spürt die Spannung, oder? Ich fühle mich geehrt heute, dass ich die 100 Jahre Geschichte von Gmünd-Neustadt mitfeiern darf und so ein schönes Symbol des Glaubens der Vergangenheit segnen darf. Diese Kirche war der Ursprung oder der Keim für die Entwicklung der Pfarrgemeinde Gmünd-Neustadt. Und deshalb diese Erinnerung. Wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich hoffe, es geht euch gut. Gmünd feiert heute 100 Jahre Gmünd-Neustadt. Und Gmünder Faschingsgilde präsentiert Stars, die in den letzten 100 Jahren hier in Gmünd aufgetreten sind. Begrüßen wir Reinhard Fendrich und Band. Vielen Dank. So, wir machen jetzt einen Schritt 30 Jahre zurück. Meine dritte Langspielplatte hatte den Titel Zwischen 1 und 4. Und das ist das Lied dazu. Hat sie auch, ehe sie es gefällt.
vielleicht noch ein Wort zum Beginn. Ich möchte bei der Gelegenheit auch dem Herrn Harald Winkler nochmals danken, der ja der Intendant dieses festlichen Geschehens ja ist, dass er auf die Idee kam oder wo immer sie herkam, jedenfalls damit zu mir kam, ob ich unterstützen würde. Das hat mich gefreut, deshalb, weil ich noch mit dabei war, als die Parakenkirche abgebrochen wurde. Das war gerade in meinen Anfangsjahren. Und daher habe ich das gerne mitgemacht und dann haben wir das gar nicht so einfach gewesen. Es ist zwar nicht groß, das Denkmal, aber da steckt eine ganze Menge Feinarbeit dahinter. So. Mit allen, die ich noch diesbezüglich, mit denen ich über das Thema noch gesprochen habe, alle haben gesagt, es ist gut gewesen, dass man an das auch noch gedacht hat. Und auch in der Art, wie es dargestellt wurde, nicht so groß, aber auch nicht so klein. Und an diesem Punkt, wo die Parakenkirche ja stand, das zu errichten, das wurde allgemein gelobt. Okay, danke sehr. Gut, etwas, das bleibt, ist auch das Buch. Am Anfang war das Lager. Ich darf jetzt die drei Autoren, den Franz Drach, den Manfred Dach und den Harald Winkler zu mir bitten. Für ein kleines Interview. Vielleicht gleich mal vorweg, wie ist die Idee zu diesem Buch überhaupt entstanden? Beziehungsweise, wer hat es überhaupt? Gut, wer ich antworten als Erster? Sie kennen mich, ich bin Pensionist, habe viel Zeit, suche immer eine Beschäftigung. Und so war es vor 2 Jahren, habe ich meine Internetseite neu gemacht im Winter und habe aufgenommen auch das Lager und die Entstehung der Barackenstadt. Und da ist mir eigentlich bewusst geworden, dass im Jahr 2014, also 2 Jahre danach, eine 100-Jahr-Feier ins Haus stehen würde. Ich habe den Bürgermeister gleich angerufen und gesagt, ja, das ist gut, das merkt er sich vor. Und so ist unser Projekt, das Buch, entstanden. Wir, ich will ja nicht sagen die drei Weisen, aber die drei Auserwählten, haben es also mitsammen gemacht. Es war eine große Freude. Es ist ein Erfolg geworden, auch ein Verkaufserfolg, wie ich gehört habe. Ja, wie war das Feedback? Das ist vielleicht eine Frage an Antike. Wie waren die Rückmeldungen auf das Buch, was man hört? Hat es sich ja sehr gut verkauft, gleich von Anfang an weg. Und es ist auch eigentlich sehr oft ein Gesprächsthema. Wie? Ja, das ist schwierig zu sagen, also wie das Feedback ist, denn das Buch lest man und legt es weg und dann liest man es wieder. Und also vom Verkauf her sehe ich da hinten unseren Verleger, sind wir, glaube ich, zufrieden, Richard, stimmt das? Ja. Der sagt, das kann immer mehr sein. Und heute allein habe ich, glaube ich, 25 Mal ein Exemplar unterschrieben und der Harald auch. Und so gesehen, ja, sind wir zufrieden. Also, wie fügt sich das Buch ein in den Kanon an Büchern über Gmünd, die es gibt? Das ist ja scheinbar ein Bereich, der in der Form noch einfach nicht vorhanden war. Ja, das Buch konzentriert sich hauptsächlich auf das Lager und vor allem auf die Neustadt nachher. Und wir haben ein bisschen wenig über die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben. Also da würde durchaus noch ein bisschen ein Potenzial an Forschung da sein. Aber Sie wissen ja, bei Historikern, da ist man nie fertig. Also, und ich würde mich auch freuen, wenn ich mit den zwei da... Das war jetzt nicht so abwertend. Wobei ich wirklich sagen muss, die Hauptarbeit hat der Harald geleistet. Entschuldige, meinte, dass ich das so sage, aber ich glaube, das ist, haben wir immer gesagt, und ihm gehört das größte Lob. Und so. Ich glaube, ein Verkaufserfolg ist auch das, weil sich viele Menschen aus der Neustadt noch erinnern können. Ich selbst mit meiner Gattin bin in den letzten Jahr x-mal durch die Neustadt gegangen und habe nachgedacht, aha, da war das, da war das, und das interessiert die Leute, und dann haben sie, glaube ich, das Buch gekauft. Wie lange habt ihr an dem Buch gearbeitet? Also ich weiß, das ist nicht immer so,
zu sagen, weil ja viele Quellen und so weiter zusammengetragen werden müssen, aber wirklich in der konkreten Umsetzungsarbeit, wie viel Vorlaufzeit war da? Also wir haben sowohl für die Ausstellung als auch für das Buch und alle anderen Festveranstaltungen, die ja so heuer gewesen sind, ungefähr 1,5 Jahre gearbeitet, also gezielt nur für die Projekte, die eben durchgeführt worden sind. Allerdings steckt da ein Vielfaches an Jahren noch drinnen, denn Recherchen laufen ja bei euch schon länger als bei mir, weil ich halt nur ein bisschen jünger bin, aber es geht schon Jahre eigentlich, die Vorarbeit. Ja. Ja, jetzt hat man als Historiker die Möglichkeit, sich mit vielen Dingen zu beschäftigen und vielen interessanten Geschichten. Was ist für euch drei das Besondere oder das, was auch das Reizvolle ist an der Geschichte der Neustadt? Vielleicht beginnst du, Clarita. Ich glaube, die Stadt Gmünd an sich hat eine Geschichte, wie sie in Mitteleuropa nur sehr selten zu finden ist bei kleineren Städten. Denn die große Weltgeschichte, die oft so weit entfernt scheint, spiegelt sich in den großen Momenten nämlich auch sehr deutlich im Kleinen hier in Gmünd wieder. Wir sehen das jetzt betreffend das Lager, der Erste Weltkrieg, unmittelbare Auswirkungen sichtbar in Gmünd, der Zweite Weltkrieg, unmittelbare Auswirkungen auch in dieser Zeit in Gmünd. Das ist eine Besonderheit, die ein Auftrag auch ist, so ist unsere Meinung, denn damit, mit dieser Regionalgeschichte, besteht eben die Möglichkeit, auch die Globalgeschichte zu erzählen. Und es kann eigentlich kein besseres Themen- oder Forschungsgebiet geben als die Stadt Gmünd. Bitte, ich würde gern von allen eine Einschätzung, ja, was das interessant ist. Ich habe viel gelernt und viel Neues erfahren. Das geht im Leben immer so. Ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass im Barackenlager auch Istrier waren. Das hat sich durch den Besuch der Gäste aus Medulin erst herausgestellt. Das war aber ganz was Neues. So die Entwicklung der Stadt, wenn man sie dann miterlebt, wenn man geboren ist 1938 in der Neustadt und die letzten Jahre verfolgen kann. Noch dazu habe ich das Glück, in der Kommunalpolitik mitzuwirken und mitzuarbeiten. Ist schon schön, was aus der Neustadt geworden ist. Ja, das im Anschluss daran, es kommen fast mehr Fragen auf uns zu, als wir Antworten hatten. Und das ist eigentlich das Schöne, wir werden nicht fertig. Ich möchte aber noch ganz kurz, der Herr Baumeister Graf hat etwas meiner Ansicht nach ganz Wichtiges gesagt, nämlich die Identität der Gmünd Zweier. Und einige von Ihnen werden meinen Spruch gehört haben, ich bin ein Gmünd Zweier. Das war ein einfacher Spruch. Aber ich habe nie gedacht, dass so ein Echo darauf ist, dass die Leute applaudieren werden. Ich habe mir einfach gedacht, das mache ich als Gag so. Und das ist eigentlich so ein Hinweis darauf, dass man durchaus ein, ich würde nicht sagen stolz, aber ein selbstbewusster Gmünd Zweier sein kann. Und das bin ich auch. Obwohl ich ja eigentlich ein Mexikaner bin. Das ist dann wieder ein ganz anderes Thema. Das wird vielleicht auch mal ein Buch rechtfertigen. Ne? Es gab ja jetzt auch diese Ausstellung. Wie schaut da die Bilanz aus? Also gibt es da Zahlen? Was gibt es da an Rückmeldungen? Also... Beziehungsweise läuft es überhaupt noch oder ist sie jetzt mit dieser Veranstaltung beendet dann? Wir haben selber so intern, wir drei, darüber schon gesprochen mehrmals. Und wir müssen ehrlich sein, wir haben mit diesem Ansturm nicht gerechnet. Die Ausstellung, die jetzt noch morgen läuft, bis 18 Uhr, hat ungefähr 2500, 2700 Menschen schon gesehen, die durch diese Ausstellung gegangen sind. Auch öfter natürlich, es gibt Leute, die fünfmal schon waren. Das ist etwas Besonderes, denn es zeigt auch, dass es wirklich ein Interesse auch gibt an der Geschichte Gmünds. Wir haben Menschen gesehen, die sich köstlich amüsiert haben in dieser Ausstellung und gelacht haben, weil halt Erinnerungen hochgekommen sind, alte.
Wir haben aber auch Menschen gesehen, die geweint haben, weil es zutiefst rührend auch zum Teil eben ist. Es ist eine Zeit gewesen jetzt, diese beiden Monate, wo etwas passiert ist. Und das hat man auch sehr deutlich gespürt bei diesen Öffnungszeiten. Es war sehr laut oft da drinnen in dieser Ausstellung, weil halt sehr viel diskutiert wurde und gesprochen wurde. Es ist Geschichte irgendwie lebendig geworden. Und das war ein sehr ein beeindruckendes Erlebnis eigentlich für uns. Was passiert mit der Ausstellung jetzt eigentlich? Wird die dann abgebaut oder gibt es Elemente, die beispielsweise im Rathaus oder in einem eigenen Lagermuseum weiterverwendet werden? Gibt es da irgendwelche Pläne? Der Bürgermeister ist jetzt nicht da. Es ist jetzt ein bisschen schwer zu beantworten, aber ich kann eines sagen, dass halt viele Menschen gesagt haben, sie würden sich wünschen, dass das halt irgendwie weiter zu sehen ist in irgendeiner Art und Form, Art und Weise. Eine Form oder eine Möglichkeit wäre halt, dass man die Tafeln irgendwo in einem öffentlichen Gebäude halt aufstellt, um das halt längere Zeit sichtbar zu machen. Es wird sie sicherlich dahingehend auch irgendwas tun und soweit es eine Entscheidung dann halt gibt, dann wird das auch bekannt gegeben. Okay. Danke. Jetzt waren Sie alle drei bei den Veranstaltungen insgesamt dabei, auch bei den vielen Stadtführungen und so weiter. Was waren die bewegendsten Momente? Hat es irgendwelche Momente gegeben, wo man sagt, boah, das bleibt man ewig in Erinnerung? Bei mir hat es ein sehr bewegendes Moment gegeben gestern, als das Volkskundemuseum da war, ist die Professorin, bei der ich damals durchgefallen bin, in Mathematik vor mir gestanden und hat sich selber vorgestellt, aber... Sie hat mich natürlich nicht mehr gekannt, aber ich habe dann gesagt, dass ich da bei ihr einen Nachzip hatte in der 7. Klasse Mathematik, wo ich eigentlich ziemlich begabt war. Das war für mich ein bewegender Moment. Für Sie wahrscheinlich auch, aber wir haben uns dann gut verstanden. Also. Und war sie zufrieden mit dem, was dir wurde? Sie war sehr zufrieden. Sie hat uns also ein Lob im Gästebuch ausgesprochen. Ja. Ja, ich habe eine negative Erinnerung, die mache ich jetzt auch kund. Als die Gäste aus Medellin in Gmünd waren, wurden sie von zwei Fernsehteams begleitet. Ich hätte das im Buch schreiben wollen, meine Kollegen waren dagegen. Es hat sich schon im Jahre 1962, wie die 57-Jahr-Feier in Gmünd war, so abgespielt, dass der ORF keine Zeit hatte, darüber in Gmünd zu berichten. Und das war leider auch jetzt wieder so. Die haben uns richtig negiert. Erst bis vor 3-4 Wochen endlich der Rundfunk gekommen ist und ein Interview gemacht hat. Und seit diese 14 Tage, 3 Wochen sind wir auch im Fernsehen, wird dann berichtet, was geschieht morgen, was ist da, und da wird auch unsere Ausstellung erwähnt. Wir schauen ja dann wieder Kloni aus. Das ist das. Hast du? Ich glaube, das Bewegendste oder das Prägendste in diesem Jahr heuer waren die vielen Begegnungen mit Menschen, die nichts gewusst haben von dieser Geschichte, die bewegt waren von dem, was hier einmal war. Aber auch die Begegnungen mit den Gmünderinnen und Gmündern, die sich selbst wiedererkannt haben als Teil der Geschichte. Wir haben nämlich, wie Sie alle wissen, auch die Gruppenfotos der Erstkommunionen ausgestellt, denn uns war ein Anliegen auch zu verdeutlichen, dass jeder eigentlich ein Teil dieser großen Geschichte ist, ein Teil dessen, was die Grundlage war für jede Entwicklung. Und ja, das ist eigentlich unbeschreiblich, welche Emotionen da aufgekommen sind, aber man hat eben wirklich gespürt, wie ich vorher schon gesagt habe, dass Geschichte lebendig wird und lebendig sein kann, denn jede Geschichte ist die Geschichte vieler Menschen und einzelner Menschen
Und ich glaube, das ist uns auch irgendwie gelungen, dass wir das hervorgestrichen haben, dass jeder ein Teil des Ganzen ist. Danke. Abschließende Frage, die ich auch zuerst gestellt habe: Was bleibt von diesem Jubiläumsjahr, von den Veranstaltungen? Was bleibt an Erkenntnissen? Was bleibt auch emotional? Was bleibt auch an Hinterlassenschaft, wenn man so will? Also ich habe ein Anliegen, das jetzt nicht so lustig ist, aber wenn Sie bedenken, dass in Zeiten des Ersten Weltkrieges, wo wirklich das Geld knapp war und die Investitionen in die Industrie, also in die Kriegswirtschaft gingen, hat man in Gmünd eine Regionalpolitik gemacht, die die Größe der Stadt innerhalb von 14 Jahren verdoppelt hat. Gmünd hatte im Jahr 1920 2500 Einwohner und 1934 bei der nächsten Volkszählung 5000 Einwohner. Und das sei allen Politikern, die sagen, na, wir haben ja kein Geld fürs Waldviertel, ins Stammbuch geschrieben. Und darüber hinaus, sagen wir jetzt rein vom Sachlichen, also... Naja, man soll ja aus der Geschichte lernen und vielleicht lernen die einmal was daraus. Weiß ich nicht, aber ansonsten, wie gesagt, ist dieser Identitätsfaktor für mich sehr wichtig gewesen, sodass die Gmünd Zweier nicht mehr das Lagergesindel sind, sondern selbstbewusste Menschen. Und das sollten sie durchaus sein. Spricht nichts dagegen. Ja, für mich waren diese eineinhalb Jahre eine schöne Zeit. Ich habe viel gearbeitet und gern gearbeitet. Und besonders freut mich natürlich der Erfolg. Ich sage danke die alle, die uns unterstützt haben. Ja, was für mich bleibt, ist vielleicht die Erkenntnis, dass wenn man Geschichte erzählt, dass das auch angenommen wird. Das heißt, es ist ein Auftrag auch an uns weiterzumachen, weiter zu schreiben, weiter zu erzählen. Und das wollen wir auch tun. Also ich darf im Anschluss auch eine Art Nachfolgeprojekt vorstellen, das eben die Geschichte behandelt. Unter dem Titel Café damals lädt die Stadtgemeinde Gmünd eben die Menschen ein, eben zu kommen. Man kann da Fotos eben einscannen lassen, man kann aber auch Fragen stellen zur eigenen Familiengeschichte und so weiter. Wir wollen eben diesen persönlichen Bezug zu den Menschen und auch zur persönlichen Geschichte eben weiterführen, und da ist diese Veranstaltungsreihe eben eine Form und eine Möglichkeit. Das behandelt man dann sowieso noch separat. Jetzt bin ich grundsätzlich ein neugieriger Mensch. Gibt es irgendwelche aktuellen Forschungsprojekte, an denen einer von euch drei arbeitet? Oder alle drei? Ich schon. Ja, bitte. Ich brauche wieder eine Winterbeschäftigung. Und ich habe zu Hause einige hundert Fotos über die Stadt Gmünd, Dias. Die sind so 50 Jahre alt. Die möchte ich jetzt digitalisieren, einscannen, bearbeiten, verschönern. Was dann damit geschieht, weiß ich nicht. Veröffentlicht sollten Sie ja werden. Der Verleger wäre eh da, oder? Er sagt nichts. Ja, ich schreibe schon seit längerer Zeit an zwei Biografien von zwei für mich sehr persönlich wichtige Persönlichkeiten. Das ist zum einen der Pfarrer Rupert Hauer, der ein großer Heimatforscher der Vergangenheit, dem eigentlich eine entsprechende Würdigung auch sehr zusteht, weil er große Verdienste im Bereich der Heimatforschung hier in der Region hat. Und der zweite Mann ist der Erzherzog Sigismund, der im 19. Jahrhundert hier in Gmünd gelebt und gewirkt hat und der meiner Meinung nach einer der größten Wohltäter auch dieser Stadt war, denn Gmünd hat ihm sehr viel zu verdanken, vom Kindergarten über die Trassierung der Franz-Josefs-Bahn. Ohne ihm wäre die Franz-Josefs-Bahn nie an Gmünd vorbeigegangen. Und auch dieser Mensch hat sich meiner Meinung nach eine entsprechende Würdigung in schriftlicher Form verdient. Ja.
sehr spannend. Pilz kriegt Arbeit noch und sich. Ja, okay. Ja, ich verrate es auch, aber es ist noch sehr vage. Ich arbeite an einer Zeitgeschichte des Nationalsozialismus im Bezirk Gmünd, wo noch nichts da ist und es ist sehr mühsam. Also ich muss Archivarbeit leisten und tue ich aber gern. Ne? Das ist klar, muss man als geschichtsbewusster Mensch machen. Okay. Danke. Gut, dann sage ich danke für diese aufschlussreiche Gesprächsrunde und... So, Harald Winkler, du kannst, glaube ich, gleich da bleiben. Und den Harald Wrede, bitte. Es geht jetzt darum, was gibt es an Nachfolgeprojekten, wie geht es jetzt eigentlich weiter mit der Geschichte der Neustadt, auch mit der Gmünder Stadtgeschichte. Und da habe ich eben den Harald Winkler und den Harald Wrede da. Nachfolgeprojekt Kaffee damals, was ist das? Es soll ein lockerer Treffpunkt sozusagen werden für die Menschen Gmünds und der Region, wo Austausch stattfinden kann und soll, betreffend die Geschichte der Umgebung. In erster Linie geht es natürlich darum, Material zu sichern, denn es ist so, dass vieles an Fotos und Dokumenten halt in privaten Haushalten halt vor sich hinschlummert und halt eigentlich dann nicht irgendwo gesichert wird und dann auch den nachfolgenden Generationen zur Verfügung steht. Dem wollen wir entgegenhalten und eben auch Material sammeln durch diese Veranstaltung. Wir wollen aber auch als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, wenn es darum geht, eine Familien- oder Häuserchronik für sich selbst eben herzustellen, dass halt die Gemeinde auch der Ansprechpartner sein kann, was diese historischen Fragen betrifft. Und wir wollen auch in Zukunft bei diesen Veranstaltungen immer wieder auch Vorträge anbieten von externen Referenten, die für Gmünderinnen und Gmünder auch interessant sein könnten. Ein Forum für Geschichte, für das, was vergangen ist, wo Austausch und auch Information stattfinden soll. Wie läuft das jetzt konkret ab? Wir haben da den ersten Termin, glaube ich, 19.11. in der Bierstube in Breitensee. Ist es dann ein regelmäßiges Treffen, das jedes Monat, ein, zweimal im Jahr stattfinden wird? Wer wird dort sein? Also bist du dort und... Also wir wollen das auf jeden Fall regelmäßig machen, entweder monatlich oder alle 2 Monate. Anwesend sein werden wir 3 zu einem großen Teil, weil wir, glaube ich, gute Ansprechpartner diesbezüglich sind. Es soll eben auch immer wieder dieses neue Projekt vorgestellt werden, was uns dann der Herr Harald Wrede vorstellt, nämlich die Topothek. Das ist ein Online-Medium sozusagen, wo Fotos, Pläne oder Dokumente verortet werden können. Das heißt, man kann ein Foto von der Herz-Jesu-Kirche zum Beispiel aus den 50er Jahren kann man in der Landkarte markieren und man sieht dann eben, welche Fotos gibt es da noch und aus der Umgebung. Also eine gute Möglichkeit und Form, eben die Fotografien zu sichern und auch zu beschreiben. Und das wird auch Thema sein bei diesen Veranstaltungen. Dann fragen wir gleich einmal nach, was ist die Topothek? Vielleicht auch, wie ist die Idee dazu überhaupt entstanden? Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen zunächst einmal recht herzlich gratulieren. Mich freut es wahnsinnig, dass Geschichte, Stadtgeschichte in Gmünd eine derart große Rolle spielt und ich bin ganz begeistert davon. Ich bin aus dem südlichen Niederösterreich, aus Bad Erlach, das waren also gute 2 Stunden Fahrt daher. Aber ich sage, es hat sich rentiert, wenn ich sehe, wie zahlreich sie erschienen sind. Und ich präsentiere Ihnen heute die Topothek. Die Topothek ist ein Werkzeug für jedermann. Für jedermann, der sich mit der Geschichte seiner Heimatgemeinde beschäftigen möchte. Ich habe vor circa einem Jahr begonnen, die Topothek in Bad Erlach aufzubauen und habe also mitbekommen, wie die Sache von Grund auf funktioniert. Jeder von uns hat zu Hause Material, das
für die Stadtgeschichte wichtig ist. Das sind Fotografien von Festen, das können auch Katastrophen sein, bei uns war es eine Überschwemmung. Das können Neubauten sein, Neubauten des eigenen Hauses oder städtische Neubauten, Neugestaltung von Straßenzügen. All das ist vielleicht fotografiert, ist irgendwo im Hintergrund mit drauf und ist daher wichtig für die Geschichte einer Gemeinde. Das können auch Filme sein, Super 8 Filme. Das können auch PDF-Dokumente mit Urkunden sein. All das gehört hinein in die Topothek und all das schlummert häufig bei Ihnen zu Hause und bei Ihren Nachbarn zu Hause in einem Schuhkarton, in einem Familienalbum und keiner sieht's. Und das wollen wir ändern. Wir wollen diese Fotos beim Café damals zusammenführen, bringen Sie die mit, dann werden die gescannt oder die Filme werden in die Topothek überführt und in Zukunft kann jeder diese Dokumente sehen und auch wiederfinden. Und das ist ein hervorragender Vorteil dieser Topothek. Zu jedem Dokument, das in die Topothek eingepflegt wird, werden Stichworte hinzugefügt, nach denen man dann später suchen kann. Also Hauptstraße 18, was auch immer kann ich finden. Ich kann nach Namen suchen, ich kann Bildbereiche markieren und benennen und dann eben danach suchen und wiederfinden. Wie findet man die Topothek? Ja, www.topothek.at ist der Name und dann gibt es eine Abteilung demnächst, die wird Gmünd heißen und da können Sie dann Ihr Material und Ihre Heimatgemeinde mit den vielen Dokumenten wiederfinden. Wie viele Gemeinden sind da dabei? Bad Erlach haben wir gehört, ist ja die zweite oder gibt es da schon? Nein, es gibt schon ein paar, also derzeit sind es 34. Es ist also kein Projekt mehr, es ist schon eine Infrastruktur, es ist ein wunderbares Werkzeug für jeden, der seine Heimatgemeinde gern hat. Ja, und es gibt schon in der Tschechei Topotheken, ich glaube 3, die sind aber noch nicht online, also da wird im Hintergrund gerade gebastelt. Also ich schätze, dass wir im Moment ca. 50 Gemeinden beglückt haben. Ich mache das ehrenamtlich, ich bin also kein bezahlter Scherge. Ich fahre in meiner Freizeit herum und will diese tolle niederösterreichische Tee überall im Land bekannt machen. Und Download dieser... Der Download dieser Dokumente und so weiter ist dann kostenlos oder kostet das was? Wie schaut es mit Nutzungsrechten natürlich auch aus? Also reinschauen in die Topothek ist selbstverständlich kostenlos und das Raufladen auf die Topothek, das zahlt der Herr Bürgermeister, glaube ich, ne? Das ist eh sozusagen für alle dann gratis. Ja, man kann die Dokumente jederzeit auch wieder herunterladen als Topothekar. Und das Wichtige bei uns, und das ist ein ganz gewaltiger Unterschied zu anderen sozialen Communities wie Facebook, bei uns bleibt der Urheber des Bildes der Urheber. Wenn Sie in Facebook ein Bild einstellen, dann verlieren Sie Ihr Urheberrecht. Das saugt sich diese Facebook-Krake ein, das Urheberrecht am Bild, am Dokument. Bei uns, bei der Topothek, bleibt das Bild, die Bildrechte bleiben beim Urheber. Und das ist, finde ich, eine ganz humane und wichtige Geschichte. Nicht, dass da irgendwelche Rechte von irgendwelchen sozialen Netzwerken abgesaugt werden. Das ist bei uns also nicht der Fall. Wie sind die Erfahrungen bis jetzt damit? Also kommt da irrsinnig viel an Material zutage, wo man sagt, okay, das hätte man sonst gar nicht, wenn es nicht die Topothek gäbe? Oder wie wird das auch genutzt? Also der Zuwachs an Material ist ganz beachtlich. Ich glaube, in den letzten 3 Tagen sind über 1000 neue Dokumente in die Topotheken hochgeladen worden. Und ich kann von meiner Heimatgemeinde berichten, da haben wir eine Hauptstraße und da ist eine Abzweigung und eine Tankstelle im Hintergrund. Und wir haben festgestellt, dass da früher eine Kapelle gestanden ist. Es wäre nirgendwo aufgetaucht, es wäre mit Sicherheit vergessen worden, wenn es nicht jemand in die Topothek gestellt hätte. Also ein Schutz unserer Erinnerungen, eine Möglichkeit auch der Menschen zu gedenken, deren Gesichtszüge wir tragen. Ein wunderbares Instrument, ein wunderbares Werkzeug für Sie in der Stadtgemeinde Gmünd in Zukunft. Okay. Das heißt konkret, man geht zum Café. Geht das noch? Jetzt glaube ich, es sind über. Man geht jetzt quasi zum Café damals hin, sagt, ich habe meine Bilder, die ich irgendwo im Dachboden gefunden habe.
Was passiert dort jetzt damit? Gibt es dort was, wo man es gleich einscannen kann? Kann man es gleich wieder mit nach Hause nehmen? Also es ist so, man muss diese Dinge nicht hergeben, wenn man nicht unbedingt will. Also die Gemeinde ist aber natürlich auch bereit, das im Original anzunehmen. Wir haben dort die Möglichkeit, das direkt zu scannen sozusagen und halt zu digitalisieren. Das ermöglicht natürlich auch eine Qualitätssicherung. Die Fotos können nicht mehr an Qualität verlieren. Und wir sind natürlich dankbar, wenn man das immer im Hinterkopf eben hält, dass die Gemeinde auch die Funktion hat, was das Archiv eben betrifft, das Gedächtnis Gmünds auch zu sein und diese Dinge auch zu sammeln. Denn die Vergangenheit zeigt, dass halt sehr viel in den Privatarchiven und so halt einfach weggeschmissen wurde. Wir wollen dem eben entgegenhalten mit dieser Geschichte, um halt das Gedächtnis Gmünds nicht nur zu sichern, sondern auch aufzufüllen. Okay. Gut, danke. Das sind, glaube ich, zwei tolle Projekte, mit denen auch dafür Sorge getragen ist, dass die Gmünder Stadtgeschichte auch entsprechend in Zukunft weiter dokumentiert ist und dass es ähnliche Veranstaltungsreihen in Zukunft auch geben wird. Gut, danke. Ja, Herr Bürgermeister, wir haben jetzt viel gesprochen über den Rückblick, was war in den vergangenen Wochen in Gmünd los, was bleibt von 100 Jahre Gmünd Neustadt, wie schaut Ihr Resümee dieser Jubiläumsveranstaltungen aus? Ja, grundsätzlich, glaube ich, sind einmal zwei Werke entstanden, die unglaublich erfolgreich sich verkauft haben. Das ist zum einen das Buch und zum anderen der Film, die historische Stadtdokumentation. Und ich denke mal, das sind sozusagen die zwei greifbarsten und nachhaltigsten Dinge, die aus diesem Jubiläum oder aus diesen Jubiläumsfeierlichkeiten herausgekommen sind oder hervorgegangen sind. Dann denke ich, haben viele Gmünderinnen und Gmünder sehr viel gelernt in den letzten Tagen und Wochen durch diese Jubiläumsfeierlichkeiten und durch die Aufarbeitung der Lagergeschichte oder der Geschichte von Gmünd Neustadt. Das ist, glaube ich, auch was sehr nachhaltig ist und was diese Erkenntnisse, die kann man den Menschen ja auch nicht mehr nehmen. Für uns als Gemeinde war es sehr erfreulich, weil zum einen wirklich dieses Jubiläum sehr gut angenommen worden ist, aber auch die inhaltliche Ausarbeitung, glaube ich, wirklich am Punkt gebracht worden ist und gleichzeitig auch von den Menschen angenommen. Ich habe es mit Sicherheit die Zahlen schon gehört heute, wie viele Leute bei der Ausstellung waren, wie oft sie das Buch, wie oft sie die DVD verkauft hat. Aber das sind ja alles Zahlen, die belegen und beweisen, dass das Interesse an der Geschichte von Gmünd, an unserer Stadt, ein sehr, sehr großes ist, dass das Interesse an der Kulturgeschichte ein großes ist. Und ich bin zum einen auch stolz ein bisschen auf die Gemeinde und auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil ich denke, diese Dimension, die dieses Jubiläum gehabt hat, die fußt in Wirklichkeit auf dem Engagement von einigen wenigen, allen voran natürlich dem Harald Winkler. Falls er noch keinen Applaus gekriegt hat, kriegt er jetzt. Und natürlich auch den Autoren, allen, die mitgewirkt haben, den Zeitzeugen, und auch beim Vinzenz, ich glaube, er ist heute leider nicht da, der in diesem Film natürlich auch eine ungemeine Anzahl an Arbeitsstunden investiert hat. Und die Erkenntnis, die ich auch gewonnen habe, oder die wir gewonnen haben in den letzten Tagen und Wochen, die ist die, dass man durch diese Geschichte, durch diese besondere Geschichte, unter anderem des Lagers, die unsere Stadt hat, auch ein Alleinstellungsmerkmal hat. Das bedeutet für mich, dass die Erkenntnis daraus sein muss, dass wir versuchen, diese Geschichte auch nachhaltig zu zeigen. Wir haben sie jetzt nachhaltig dokumentiert, sie ist teilweise aufgearbeitet worden, sicher nicht zu 100%, da gibt es noch viel, viel Arbeit. Und die sich engagieren, glaube ich, haben sehr viel Freude auch gewonnen in den letzten Wochen und Monaten, auch weil das Interesse so groß war. Und das zeigt eben, dass wir uns überlegen sollten oder müssen gemeinsam, wie wir diese Geschichte auch
in den nächsten Jahren, für die nächsten Generationen zeigen können. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir gezwungen sind, auch vielleicht Geld in die Hand zu nehmen und uns zu überlegen, wie wir diese Geschichte des Lagers auch nachhaltig darstellen können. Da gibt es ja immer wieder die Idee eines Lagermuseums. Ich habe es vorher kurz angesprochen. Gibt es da Überlegungen in diese Richtung? Und beziehungsweise die zweite Frage, was passiert jetzt mit der Ausstellung, die ja sicher Elemente beinhaltet, die man in irgendeiner Form weiterverwenden könnte? Im öffentlichen Raum oder auch im Rathaus oder wo immer. Also wenn ich jetzt meine persönliche Meinung sagen darf, dann sage ich jetzt, die ist mit niemandem besprochen, das ist meine persönliche Meinung, dann glaube ich, dass ein Lagermuseum für die Stadt Gmünd ganz, ganz wichtig wäre, weil wir... weil wir eben... das ist auch oft schon gesagt worden, neben Berlin die einzige getrennte Stadt sind, dieses Lager ja wirklich, wie wir es jetzt alle wissen und kennen, dazu geführt hat, dass sich Gmünd so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat und das Interesse auch außerhalb von Gmünd sehr, sehr groß ist. Das wird der Harald vielleicht auch schon gesagt haben oder wird heute schon gefallen sein, dass auch über viele, dass auch nicht nur Gmünderinnen und Gmünder da waren, sondern auch viele Leute überregional aus der Schweiz, aus Wien, Historikerinnen und Historiker diese Ausstellung besucht haben und das zeigt natürlich auch, dass es die Leute hier zu uns bringt und dass wir deswegen möglicherweise auch, das ist so eine Idee, die mir da im Kopf herumschwirrt, ein grenzüberschreitendes Museum, ein echtes grenzüberschreitendes Museum machen, weil wir eine gemeinsame Geschichte haben mit der Stadt Jeske Velenice, weil die Lagergeschichte eine europäische ist, ja. Und es werden sehr viele Projekte gefördert, nicht bei uns, aber vielleicht woanders, wo man den europäischen Gedanken oder den europäischen Hintergedanken vielleicht auch anzweifeln darf. Aber gerade so ein Museum über die Lagergeschichte, über die europäische Geschichte und wie sich Europa dann entwickelt hat, das denke ich wäre sehr, sehr gut, um auch mahnend zu zeigen, welche Auswirkungen dieser Erste Weltkrieg und ein kleiner Konflikt, der sich dann zu einem Weltkrieg entwickelt hat, eben bedeutet und auch nachhaltig an die Menschen weitergegeben werden kann. Also ich denke, es sollte in die Richtung gehen, Lagermuseum, grenzüberschreitendes Museum, ein Museum, das sozusagen auch europäische Geschichte dokumentiert. Okay, danke, damit habe ich schon eine Überschrift für meine Geschichte. Ja, das Feedback haben wir ganz kurz angesprochen. Gibt es da irgendwelche Zahlen? Was ist auch kurz vorher ist kritisiert worden, dass zum Beispiel der ORF relativ lange gebraucht hat, bis er auf dieses Jubiläum aufgesprungen ist. Wie schaut da jetzt die abschließende Bilanz aus? Wo waren wir präsent mit dieser Lagergeschichte? Gibt es irgendwelche Medien oder Regionen, die auf Gmünd dadurch jetzt aufmerksam geworden sind und die das vorher nicht waren? Ja, grundsätzlich, glaube ich, waren wir insgesamt gesehen als Stadt Gmünd in diesem Jahr in den Medien und auch wahrscheinlich im letzten Jahr in den Medien sehr, sehr gut präsent, auch überregional, auch im ORF. Schade ist mit Sicherheit, dass es nicht diese Aufmerksamkeit bekommen hat, aber das ist nicht nur in diesem Jahr so, sondern auch schon in der Vergangenheit und die Geschichte unserer Stadt und des Lagers nicht diese Aufmerksamkeit bekommen hat, die es verdient hätte. Es gab eine ORF-Dokumentation, wo wir vorgekommen sind, wo der Harald Winkler einen Einblick in das Stadtarchiv gegeben hat. Es hat Radiobeiträge in Ö1 gegeben. Es hat viele Zeitungen, auch in den Zeitungsberichte gegeben, vor allem auch in den niederösterreichischen Nachrichten, wo es diesen Schwerpunkt gegeben hat. Also ich denke, dass wir insgesamt sehr, sehr gut medial auch untergekommen sind, wenn auch nicht so, wie wir uns das alle gewünscht hätten. Und ich glaube, dass das schon dazu geführt hat, dass wir überregionale Aufmerksamkeit dadurch bekommen haben. Und das hat sicher viele Besucherinnen und Besucher der Ausstellung auf Gmünd aufmerksam gemacht, aber mit Sicherheit auch Menschen, die es in dieser kurzen Zeit nicht geschafft haben, hierher zu kommen und sich mit der Geschichte von Gmünd auseinanderzusetzen. Okay, danke. Abschluss vielleicht noch die Frage, eben, was bleibt jetzt von diesem Jubiläumsjahr? Was ich noch nicht gesagt habe, sind neue internationale Kontakte, eine neue Städtepartnerschaft mit Medulin, mit Istrien. Wir haben
glaube ich, auch persönlich, in dem Fall ich und der Harald, durch diese Aktivitäten auch nach Istrien persönliche Freundschaften geschlossen. Wir haben eine Städtepartnerschaft geschlossen, die auch mit Sicherheit nachhaltig ist, wo es Aktivitäten geben wird. Ich bin den Zeitzeugen sehr dankbar, dass sie sich zur Verfügung gestellt haben, um diese Erfahrungen, diese Erzählungen für Generationen, die noch folgen, zu dokumentieren und zu sichern. Das war für mich ganz, ganz wichtig. Ich erlebe das Woche für Woche bei den Gratulationen, wo ich sehr viele Erzählungen und wo ich auch sehr viel lerne aus diesen Erzählungen für mich mitnehmen kann. Und deswegen war es auch ganz, ganz wichtig, dass sich diese Leute zur Verfügung gestellt haben. Leider nicht alle, aber trotzdem waren es einige, denen ich sehr, sehr dankbar bin. Auch das Buch ist unglaublich gut aufgearbeitet. Auch da kann ich noch sagen, dass ich Lob bekommen habe, weit über die Grenzen von Gmünd hinaus, von angesehenen Persönlichkeiten, die das Buch gelesen haben, die sich das Buch bestellt haben, denen ich auch natürlich bewusst mitgegeben habe, um unsere Stadt und unsere Geschichte bekannter zu machen. Also ich denke, neben dem, dass die Bevölkerung sehr, sehr viel gelernt hat, gibt es viele nachhaltige Dokumentationen. Und ich darf mich auch bei dieser Gelegenheit noch bei unseren Sponsoren bedanken, die uns unterstützt haben, ohne die das ganze Jubiläum natürlich nicht möglich wäre. Wir kennen alle die finanzielle Situation von Gemeinden und auch wir sind gerade bei solchen Aktivitäten, Feierlichkeiten und Veranstaltungen auf Unterstützung angewiesen. Ja, und hoffentlich natürlich auch in kurzfristiger oder mittelfristiger Zukunft ein Lagermuseum. Danke. Ja, damit wären wir jetzt eigentlich am Ende des Abends angelangt. Ich darf mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit bedanken, darf mich für die vielen interessanten Gespräche bedanken. Hoffe, es war für Sie informativ und auch unterhaltsam und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und einen guten Nachhauseweg und darf für die Schlussworte das Mikrofon noch an den Bürgermeister übergeben. Danke. Ja, herzlichen Dank an dich, dass du dich zur Verfügung gestellt hast, auch allen Anwesenden, die bei der Vortragsreihe mitgewirkt haben, die Ausstellung besucht haben, uns Bücher, DVDs abgekauft haben. Herzlichen Dank für euer Kommen. Es ist noch eine Kleinigkeit vorbereitet, um sich noch bei einem Gläschen zu trinken oder einem Brötchen auszutauschen. Herzlichen Dank und ich freue mich, den einen oder die andere beim Kaffee damals wiederzusehen. Herzlichen Dank. Für alle, die noch mitgewirkt haben, haben wir noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Die dürft sich aber schon zum Buffet bewegen. Wir werden das sozusagen parallel übergeben. Herzlichen Dank.